Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr dieses Mandala ganz leicht selbst malen könnt. Ich zeige euch genau, wie ich die Farben gemischt habe und welche Farben ich dazu benutzt habe. Das steht wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch einige Links zu den Farben und Werkzeugen, die ich auch selbst benutze. Schaut da also sehr gern mal rein. Und wenn ihr jetzt Lust auf diese Anleitung habt, dann bleibt unbedingt dran und ich wünsche euch viel Spaß beim Malen. Wie immer beginnen wir hier erstmal mit einem selbstgegossenen Gipsstein. Das ist wieder einer, der ein bisschen größer ist. Der hat 9,5 cm, glaube ich, im Durchmesser. Und den grundieren wir uns jetzt erstmal mit einem hellen Grün. Ich habe dazu die Farbe Soft Apple vermischt mit Weiß, solange bis ich der Meinung war, das war hell genug. Hätte aber im Nachhinein gerne noch ein bisschen heller sein können. Dazu benutze ich zuerst einen großen Pinsel, damit ich das großflächig verstreichen kann. Und dann seht ihr, dass ich hier wieder so einen kleinen Schwammstift benutze, damit die Farbe dann wirklich überall gleichmäßig aufgetragen werden kann. Hier zeige ich euch schon, welche Farben ich benutze. Und zwar sind das zwei verschiedene Grüntöne, ein Gelb und dieses Weiß. Wie gesagt, die Farben, wie die heißen, das steht unten in der Videobeschreibung, schaut da gerne mal rein. Und ich mische mir das jetzt hier zunächst mal. Eine Farbe mit Gelb, Weiß und Grün. Die beiden Grüntöne bleiben so, wie sie aus der Flasche kommen. Und dann noch ein Weiß mit einem ganz, 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 ganz leichten grünen Unterton. Und mit diesen vier Farben im Prinzip läuft die Sache jetzt. Und ich mache also in der Mitte einen Punkt mit dem, ich sag mal, Weiß dazu. Der hat ungefähr einen Durchmesser von einem halben Zentimeter. Und dann gehe ich in das hellere Grün hinein und setze dort herum die Punkte. Dadurch, dass das ja die Farbe aus der Flasche ist, ist die jetzt ganz, ganz geringfügig dunkler als der Hintergrund. Denn für den Hintergrund hatten wir das ja mit Weiß vermischt. Nichtsdestotrotz ist der Unterschied hier nur sehr schwach erkennbar, sodass ich also nochmal sagen würde, mach den Hintergrund ruhig richtig hell, dann kommt das Muster noch besser zur Geltung. Ich mache dann mit dem dunkleren von den beiden Grüntönen so ganz, ganz kleine Tränchen dazwischen als Abgrenzung und dann geht auch schon die zweite Runde der Punkte los. Auch da wähle ich jetzt wieder das Weiß und mache hier Punkte, die einen Durchmesser haben von 3 bis 4 Millimetern. Ich denke, es sind mehr als 3, aber vielleicht sind es auch nicht ganz 4. Ja, und das machen wir einmal die Runde rum. Beachtet hier wieder, wie immer, das sage ich auch gerne jedes Mal noch dreimal, dass ihr wirklich, wenn ihr diese Punkte herumsetzt und ihr habt keine Hilfslinien, wie ich jetzt beispielsweise, dass ihr dann immer schaut, erst oben setzen und dann unten. Und immer schön die Achse im Blick behalten, dann könnt ihr auch den Stein drehen und dann wieder mittig oben und unten und zum Schluss dann die diagonalen Punkten, damit die Abstände wirklich gleich bleiben. Und dann braucht ihr auch keine Hilfslinien. Das sage ich immer wieder, wenn man weiß, wie man schauen muss, ist die Symmetrie eigentlich kein großes Problem, beziehungsweise muss man sagen, ist es eine Frage der Übung. Die Zwischenräume zwischen diesen etwas größeren weißen Punkten habe ich jetzt gefüllt mit dem Ockerton und setze dafür unten einen kleineren und oben einen größeren Punkt, worüber ich dann wieder mit dem helleren der beiden Grüntöne einen kleinen Tropfen ziehe. Dafür nehme ich das gelbe Werkzeug, das hier leider gerade nicht neben mir liegt, weil das gelbe Werkzeug hat die feinste Kugel vorne dran und das ist hier auch meine Absicht gewesen, dass diese kleinen Wischer, die ich hier mache, diese kleinen Plättchen, wie man es bezeichnen möchte, dass die also sehr, sehr fein sind. Habt ihr so ein Werkzeug nicht, ist das jetzt der Moment, wo ich denke, dass man das auch gut mit einer Stopfnadel machen könnte. Wenn ihr dann diese kleinen Büschelchen fertig habt, dann geht es weiter und wir setzen erstmal oberhalb der größeren weißen Punkte wieder mit dem helleren Grün einen kleinen Punkt drüber. Ich glaube, das sind sogar die wandernden Punkte gewesen. Ich müsste noch mal kurz zurückspulen. Das waren die wandernden Punkte und darüber kommt dann noch mal ein weißer. Oberhalb dieser kleinen Büschelchen setze ich jetzt einen Punkt in diesem Ockerton. Der hat den gleichen Durchmesser ungefähr wie der Mittelpunkt.
Also auch hier würde ich sagen, etwa einen halben Zentimeter. Wirkt in dem Video, glaube ich, etwas kleiner als die Mitte, aber wenn ich den Stein hier vor mir sehe, dann muss ich sagen, das ist die gleiche Größe wie der Mittelpunkt. Und ja, an die entsprechenden Ränder setzen wir jetzt ja etwas grobe grüne Punkte. Dafür habe ich auch das größte Kugelwerkzeug benutzt von dem, was ich habe. Das ist also das dicke Ende von dem grünen Werkzeug, sodass diese dunkelgrünen Punkte jetzt etwa bei 2,5 Millimetern liegen. Und mittig dort dazwischen kommt jetzt ein relativ großer Träne. Die ist in weiß gehalten und rechts und links davon folgen jetzt Tränen mit dem helleren der beiden Grüntöne. Und dort rechts und links davon kommen dann wieder solche kleinen, feinen Tränchen, die ich mit dem weißen Werkzeug und dem ganz schmalen Ende gemalt habe. Solltet ihr dieselben Werkzeuge haben wie ich, na, ist das immer gut, wenn ich die Farbe nenne, ne? Dies weiße Werkzeug davon hat die gleiche Kugelgröße auch dran. Also ihr könntet auch theoretisch das weiße Werkzeug benutzen. Hauptsache, es ist eben die feinste Kugel, die ihr dort zur Verfügung habt. Auch dort säume ich das Ganze wieder mit größeren weißen Punkten, die also wieder diesen Durchmesser von 2,5 Millimetern etwa haben, um das Ganze schön rund zu kriegen und das Mandala sozusagen schon fast abzuschließen, denn jetzt kommt noch das Stäbchenwerkzeug zum Einsatz. Also das hier ist jetzt dicker, das ist das feinste Stäbchenwerkzeug, was ich habe und macht einen Punkt von ungefähr 3 mm Durchmesser. Ja, und dort setze ich jetzt jeweils noch drei Punkte mit dem helleren Grün herum, zwei rechts, links, unten und einen mittig oben. Wenn ihr den einen Punkt mittig oben drauf setzt, ist auch hier wieder der Blick auf diese Achse zu richten, dass du nicht diesen Punkt aus Versehen irgendwie schief dran malst. Das passiert recht schnell. Deswegen also hier wieder den Stein auch gerne ein Stückchen weghalten und dann noch mal gucken, wo ist denn eigentlich die Mitte. Ja? Und jetzt ist bei diesem besonderen Stein hier das Mandala in der Mitte an und für sich schon beendet. Also mehr Symmetrie kriegen wir jetzt nicht, denn ich hatte mir hier fest vorgenommen, ich möchte gern den Rand dieses Mandalas mit kleinen Blüten säumen. Und dafür habe ich jetzt zunächst mal weiße Punkte gesetzt als Mittelpunkte der Blüten und die müssen jetzt aber erstmal trocknen, bevor wir weitermachen, sonst denke ich, verschmiert man sich alles. Und während die trocknen, gehe ich jetzt schon in die Mitte und mache die doppelten Punkte. Das heißt also, so ein bisschen an die Innenseite dieser ockerfarbenen Punkte kommt wieder weiß und auf die innere Runde der weißen Punkte kommt das hellere Grün. Ich nehme dieses hellere Grün jetzt als doppelten Punkt, als Top Dot, wie ihr das sicher auch schon oft gehört habt, diesen Begriff, nehme ich überall das helle Grün. Also ich wollte wirklich, dass der Stein ganz, ganz zart hellgrün ist. Ich möchte den Kontrast hier sehr schmal halten und deswegen gehe ich also auch auf die dunkelgrünen Punkte wieder mit dem hellgrün drauf. Um diese doppelten Punkte setzen zu können, müsst ihr den Stein nicht vollständig austrocknen lassen, aber ihr solltet so 10 Minuten ungefähr warten, damit sich so eine kleine Haut gebildet hat. Und dort könnt ihr dann problemlos drauf punkten. Habe ich leider irgendwie eine falsche Taste gedrückt und ihr habt jetzt verpasst, wie ich diese Blüten gemacht habe und seht jetzt nur, wie ich mit dem Ocker auf die Mittelpunkte den Top dort draufsetze. Aber Gott sei Dank muss ich sagen, die Blüten, die ich jetzt hier angesetzt habe, das waren zu wenig. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, wie ich noch einige da hinzufüge. Und zwar, wie gesagt, startet ihr immer mit diesem Mittelpunkt in diesem ganz hellgrünlichen Weißton. Und dann geht ihr da mit fünf oder sechs Blütenblättern ringsrum. Da nehmt ihr euch ein Werkzeug, eine Nummer kleiner. Und ja, und setzt dann da ringsrum diese Blütenblätter an. Da müssen die Abstände nicht gleich sein. Und das könnt ihr auch einfach einmal so ringsrum machen. Da müsst ihr innerhalb der Blüte jetzt keine Achse oder so im Blick halten, weil, naja, es sind ja eben Blütenblätter. Und wenn da eins auch das andere mal überlappt oder da der Abstand größer ist, das würde mich jetzt an dieser Stelle nicht stören, weil es wirklich als Blüten gedacht war. Und nicht irgendwie als Mandala oder so.
Wenn ihr dann die entsprechende Anzahl an Blüten außen rundherum gepunktet habt, so wie ich jetzt, dann schnappt ihr euch einen ganz dünnen Pinsel. In meinem Fall ist das ein Schlepperpinsel. Auch der ist unten in der Infobox verlinkt, wenn ihr die 10 Euro investieren wollt. Und das kostet der aktuell im Internet. Also brauchen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich sehr, sehr viel, das für einen Pinsel. Und dann verdünnt ihr euch diese dunkelgrüne Farbe mit Wasser, damit ihr ordentliche lange Linien ziehen könnt. Und was ich jetzt hier reinmale, das sind sozusagen die Ranken einer Blütenpflanze. Ich muss gestehen, mit diesem Schlepperpinsel einen ordentlichen Schwung hinzukriegen und eine schöne Spirale zu malen, das kann ich auch noch nicht. Und das seht ihr hier sehr gut. Das ist ab und zu, wie bei dieser hier zum Beispiel, klappt es hervorragend und gleich die nächste ist wieder ein einziges Geklecks. Nichtsdestotrotz wollte ich das gerne probieren und ich denke, am Ende ist es auch ganz schön geworden. Ich wechsle hier zwischen den beiden Ebenen, möchte ich mal sagen, hin und her. Ich mache also sowohl Ranken, welche die weißen Blüten überdecken, aber ich mache auch Ranken, die mit Absicht sich sozusagen hinter den weißen Blüten verstecken. Und alle enden aber in so einer kleinen Spirale. Und natürlich nutze ich jetzt diese Linien auch dafür, um die Zwischenräume zwischen den weißen Blüten aufzufüllen, sodass es am Ende doch ziemlich dicht aussieht. Nun habe ich mich ja trotzdem vermalt oder verkleckst und war hier also nicht so glücklich damit, sodass ich also mir Mühe gegeben habe, diese Hintergrundfarbe aus dem Grün, Soft Apple hieß das, und dem Weiß nochmal zu mischen und dann die Spiralen dort nochmal sauber zu machen. Da habe ich mir so einen Pinsel genommen und bin dann nochmal ringsrum, um die Kleckse loszuwerden. Ich fand dann, dass es aber noch irgendwie zu wenig, einfach zu wenig. Und deswegen bin ich hier nochmal mit dem Kugelwerkzeug drüber gegangen und habe die Ansätze dieser Ranken etwas dicker gestaltet, sodass das also, naja, einfach ein bisschen eine interessantere Linie geworden ist, die mal dicker und mal dünner ist. Müsst ihr aber selbst entscheiden, ob euch das jetzt gefällt. Außer diesem Zweck, dass es mir sonst nicht so gut gefiel, hatte das jetzt, also hat keinen Hintergrund weiter sonst gehabt. So, und jetzt machen wir nur noch ein paar Top-Dots drauf und zwar wieder mit dem helleren der beiden Grüntöne der Palette auf die ganz äußere runde weiße Punkte und dann gehen wir sogar noch mal eine dritte runde Punkte auf den inneren Kreis, auf den inneren Kranz drauf. Da war also noch Platz und das wollte ich also schön hell gestalten. Und auch den Mittelpunkt habe ich hier noch mal mit einem Dunkelgrün ergänzt. Dann lasse den Stein gut trocknen, über Nacht am besten oder einen ganzen Tag, auch mal 24 Stunden. Und dann könnt ihr ihn versiegeln. Ich nutze dafür das Mod Podge, habe das aber früher zum Beispiel auch mit dem Kunstharz versiegelt, sodass er also richtig hochglänzend geworden ist mit so einer glasähnlichen Oberfläche. Also ihr merkt, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und das könnt ihr euch einfach aussuchen, wie ihr das gerne habt. Ich mache das immer zweimal bei meinen Steinen. Und wenn ihr ihn dann gut trocknen lasst, dann bekommt er also mit meinem Mod Podge in Satin-Optik, bekommt er also so einen ganz feinen Seidenglanz. Finde auch die Rückseiten sehen dadurch immer irgendwie schön aus. Das ist so richtig glatt und Ja, also es ist auf jeden Fall mal ein anderes Muster und es ist auch ein Beispiel für ein monochromes Mandala, also eins, was also nur in einem einzigen Farbton gehalten ist und ganz eng verwandten Farben. Ich hoffe, es gefällt euch sehr gut. Probiert es gerne mal aus. Probiert es auch vielleicht mal in Blau statt Grün. Und lasst mich wissen, wie es euch gelungen ist. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Malen.